Stelle. Kommen. Wagen 1 hört. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein. Verstanden. Wir fahren hin und schauen uns das an. Wagen 1 hört. Ich habe inzwischen genauere Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Verstanden. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich! Eine Rolle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, dass... Der Einsatz ist gerade dringlicher geworden. Es kam zu einem Unfall wegen der Tiere. Wie viele? Personen sind beteiligt. Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? Sind fast vor Ort. Wir melden uns wieder. Wir sind da. An die Arbeit. Sagst du so leicht. Was machen wir jetzt mit den Viechern? Nicht provozieren. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Spaßvogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. Ich stoße gleich dazu. Und pass auf, Tiere sind unberechenbar. Wird gemacht.
Guten Tag. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorn ist passiert. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Wie, dass der Typ telefoniert hat vielleicht? Das hat er nämlich. Und deshalb war er auch nicht auf die Straße konzentriert. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Guten Tag. Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, hey, von wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Wie genau ist das passiert? Na wie wohl? Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und hab das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen, dann erfahren wir sicher mehr. Die Zeugin des Unfalls hat angemerkt, dass Sie bei der Fahrt das Handy benutzt haben. Haben Sie die Tiere deshalb nicht gesehen? Unsinn, hab ich nicht. Das fällt mir schwer zu glauben. Immerhin habe ich eine eindeutige Aussage gegen Sie. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich sage nichts mehr. Wir nehmen das vorerst so in unserem Bericht auf. Unsere Kollegen werden Sie später noch einmal dazu befragen. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast doch eine solch schöne Stimme. Auf dich hören sie bestimmt. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. Der Zaun ist kaputt. Kein Wunder, dass die Kühe auf die Straße gelaufen sind. Sie konnten ja einfach ausreißen. Kusch! Beweg dich! Kusch! Sei ein braves Mädchen. Du schaffst das. Willst du mir etwa den ganzen Spaß alleine lassen? Natürlich. Du machst das doch so groß. Willst du dich nicht auch mal nützlich machen?
Willst du dich nicht auch mal nützlich machen? Tu ich doch. Spitze dich. Kusch! Du schaffst das. Kusch! Frau Neudorf, auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein! Wie ist das denn passiert? Die Kühe müssen durch den beschädigten Zaun entkommen sein. Eine der Latten ist gebrochen. Wer kümmert sich um die Instandhaltung des Geländes? Ich. Es ist mein Fehler. Ich kam einfach nicht dazu, alles zu kontrollieren. Da muss ich übersehen haben, dass der Zaun kaputt ist. Es tut mir leid, besonders für die Fahrer. Wie geht es denn jetzt weiter? Sie werden in den nächsten Tagen auf die Wache vorgeladen. Dort erfahren Sie alles Weitere. Na gut, danke jedenfalls für Ihre Hilfe. Wer weiß, wo die Kühe sonst hingerannt wären.